Hallo und herzlich willkommen. Wir begrüßen Sie zu unserer, ja, man muss schon sagen, Sondersendung, Thomas. Man hätte es erwarten können, obwohl es gestern noch hieß, die Lage sei ernst, aber stabil. Der emeritierte Papst Benedikt XVI. Ist tot. Schmerzerfüllt muss ich mitteilen, dass Benedikt XVI. Papst Emeritus heute um 9.34 Uhr im Kloster Mater Ecclesia im Vatikan verstorben ist. Das teilte der Sprecher des Heiligen Stuhls Matteo Bruni mit. Der Gesundheitszustand und des gebürtigen Deutschen hatte sich zuletzt ja wirklich auch dramatisch verschlechtert. Aber eigentlich hatten wir jüngst von Entwarnung gesprochen. Er hatte jüngst auch noch an einem Gottesdienst, zumindest eben in seiner Residenz, teilnehmen können. Und heute Morgen ist er dann also im Alter von 95 Jahren verstorben. Mit gebürtigen Namen hieß er Josef Ratzinger. Er war der erste deutsche Papst seit vielen Jahrhunderten. Und man muss auch sagen, dadurch, dass er dann 2013 als Oberhaupt der katholischen Kirche zurückgetreten ist, eben auch mit der Begründung, dass er sich körperlich und geistig nicht mehr fit genug gefühlt hat, wirklich die Kirche auch zu leiten. Damit hat er Kirchengeschichte geschrieben. Und auch das war ein Novum, das, was du gerade gesagt hast, dass er vom Amt des kirchlichen Oberhauptes zurückgetreten ist. Der erste Papst, der seit über 600 Jahren genau das 2013 vollzogen hat. Wir versuchen natürlich umgehend auf den Petersplatz in Rom zu schalten. Vielleicht zwischenzeitlich schauen wir noch einmal auf das Leben und Wirken des emeritierten Papstes Benedikt dem 16. Das Glockenläuten im Petersdom verkündet der Öffentlichkeit den Tod des Papstes. Als Johannes Paul II. Starb, wurde das zudem erstmals per E-Mail bekannt gegeben. Die Einwohner Roms werden informiert, nachdem der päpstliche Kämmerer den Tod festgestellt hat. Eine pathologische Untersuchung oder Autopsie gibt es nicht. Papst Benedikt XVI. Wird vermutlich eine Beisetzung ähnlich wie seine Vorgänger bekommen. Demnach gäbe es eine Trauerfeier im Petersdom oder auf dem Petersplatz, die von Papst Franziskus geleitet wird. Wie amtierende Päpste wird voraussichtlich auch Benedikt vor der Bestattung für einige Tage im Petersdom aufgebahrt werden. Seine Grabstätte hat er vor rund 2 Jahren noch selbst ausgesucht. So wird er wohl in dem früheren Grab des durch ihn heilig gesprochenen Papstes Johannes Paul II. Bestattet werden, das sich in der Krypta des Petersdoms befindet. Die 9-tägigen Trauerriten werden bei Benedikt vermutlich nicht abgehalten. Es ist aber zu erwarten, dass an der Trauerfeier offizielle Delegationen verschiedener Staaten teilnehmen werden. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können, ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.